Georg Goster von der Osterfelder Werbegemeinschaft. Ja, und Marita Wolter, nicht Wolters, ich sage immer so gerne Wolter, da Wolters, Wolter, Maria, Marita, wir haben heute die ehrenvolle Aufgabe, das Osterfelder Stadtfest zu eröffnen. Aber wie Marita und die Kinder mir gerade gesagt haben, ganz kurz, wir werden als Vorstand gleich gemeinsam hier auftreten. Im Moment geben wir wie immer den Kindern den Vortritt. Marita wird die Kinder ankündigen, die eine tolle Sache für uns einstudiert haben. Und dabei wünschen wir ihnen viel Spaß und dann geht's gleich weiter. Ja, meine Damen und Herren. Die Kinder des Kindergartens Fantasiewerkstatt, direkt in unserem Rücken, sind natürlich alle echte Osterfelder. Und sie haben ein ganz besonderes Lied vorbereitet. Ein Lied, ich bitte Sie, ganz doll darauf zu achten, extra für diesen Tag gedichtet. Und Sie werden sich wundern. Es ist einfach nur toll. Begrüßen Sie mit uns die Kinder der Fantasiewerkstatt. Warme Worte für uns, ein paar aufblühende Worte sicherlich im Petto, wo es vielleicht unseren Osterfelder Wetter und einfach ein paar nette Sachen sagen. Vielen Dank, Herr Goster. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zum Oberhausener Stadtfest 2014. Und ich bin oft schon hier gewesen und ich bin immer wieder begeistert, ja, was hier wirklich auf die Beine gestellt wird. Und ich finde, Sie können stolz sein auf die WEGO und auf Ihren Osterfelder Bürgerring, der das alles für Sie hier organisiert hat. Ich danke. Ich nenne jetzt keinen, weil dann vergesse ich ganz bestimmt einen. Also ganz, ganz herzlichen Dank auch den Sponsoren, die das auch hier mit ermöglichen. Und natürlich an alle Betreiber an den Ständen, die hier für Sie ein wirklich schönes Fest vorbereitet haben. Liebe Osterfelderinnen und Osterfelder, genießen Sie es. Ein herzliches Glück auf! Ja, meine Damen und Herren, auch ich bedanke mich recht herzlich bei unserer Bürgermeisterin und möchte es natürlich nicht versäumen, die Ehrengäste, die ich jetzt gerade schon gesehen habe, auch zu begrüßen. Ich sehe dort hinten den Bürgermeister Klaus-Dieter Boss. Ich begrüße ganz herzlich die Bürgermeisterin Stefanie Opitz. Ich begrüße das Mitglied des Landtages, Herrn Wolfgang Große-Brömer. Ich begrüße des Weiteren den Bezirksbürgermeister Thomas Kai. Ich begrüße das CDU-Mitglied, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Werner Narkott. Ich sehe gerade, aber leider deswegen etwas später, ich begrüße natürlich auch das Mitglied des Landtages, Stefan Zimkeit. Ich begrüße unseren Ordnungsdezernenten, Herrn Motschul. Ich begrüße die Geschäftsführerin der FDP, Regina Boos. Ich begrüße die Mitglieder der Bezirksvertretung aller Parteien in Ostansfeld. Viele Sponsoren, aber es gibt viele Helfer im Hintergrund, die ein ganzes Jahr lang ganz viele Stunden darauf verwenden, dieses Stadtfest zu organisieren. Das ist nicht nur Arbeit, das kostet sehr, sehr viel Zeit, die den Familien unter Umständen fehlt. Aber die dürfen sich nicht beschweren, die müssen einfach mitmachen. Und da kommen dann eben die Sponsoren zum Tragen und insofern auch all denjenigen, die hier den einen oder anderen Euro gegeben haben, um dieses Fest auf die Beine zu stellen. Allen herzlichen Dank. Und beispielhaft möchte ich ein Unternehmen nennen, weil es jetzt hier nämlich gerade gar nicht beflaggt ist. Neben natürlich Volksbank Rhein-Ruhr, denke ich, gehört es in unserer Branche auch dazu, auch der Stadtsparkasse Oberhausen Dank zu sagen, weil auch die Kollegen sich regional sehr stark engagieren. Und ich bin der Meinung, beide Häuser, Stadtsparkasse Oberhausen und Volksbank Rhein-Ruhr, das sind die regionalen Finanzdienstleister, die gut für Oberhausen. Liebe Osterfelderinnen, liebe Osterfelder, liebe Gäste, ich freue mich, wieder hier bei Ihnen sein zu dürfen. Das Stadtfest hat langjährige Tradition. Wir als Stadtsparkasse Oberhausen
bin hier gemeinsam mit dem stellvertretenden Filialleiter aus Osterfeld, Herrn Christian Walter, unterstützen das Osterfelder Stadtfest seit Jahren und werden sicher mit Blick auf das 30-Jährige im Jahr 2015 auch wieder gerne dabei sein. Und psychische Erkrankungen sind selber jedes Mal überrascht, was sie alles leisten können, und ich hoffe, sie auch. Auch dieses Jahr wollen wir sie wieder verwöhnen mit selbstgebackenen Kuchen, leckerem Essen, frisch gezapftem Bier. Ja, und ich hoffe, dass sie uns zahlreich besuchen. Ja, ein Applaus für die Caritas und das Bistro Jedermann. Du darfst auch gerne ein paar Blumen verteilen. Schön, dass wir in Osterfeld auch für das ganze Osterfelder Stadtfest. Und das ist eigentlich das nächste Thema, was ich ansprechen möchte. Wir haben heute, morgen und übermorgen am Sonntag ein voll bepacktes Programm.